Schneidbretter aus Holz haben in unseren Küchen längst wieder Einzug gehalten, nachdem sie lange Zeit als unhygienisch galten. Diese Auffassung ist wissenschaftlich widerlegt. Nachweislich halten sich Keime auf Kunststoff länger und vermehren sich sogar, während im Holz enthaltene bioaktive Substanzen, sogenannte Polyphenole, antibakteriell wirken, das heißt Bakterien und Pilze abtöten können. Und das nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Inneren. Heinrich Wilms, Sägewerksbesitzer aus der Nähe von Osnabrück, beschäftigt sich seit 15 Jahren mit den antibakteriellen Eigenschaften, die bei Kiefern und vor allem bei deren Kernholz besonders ausgeprägt sind. Dieses Holz ist sehr harzreich, enthält viele Polyphenole und kann deshalb desinfizierend wirken. Der Erfinder wollte, dass man sich diese Eigenschaften des Holzes nicht nur in der Küche, sondern auch im Badezimmer und sogar im Bett zunutze machen kann. Er entwickelte ein mittlerweile patentiertes Verfahren, mit dem er das Kernholz der Kiefern zu Spänen und dann zu Matten verarbeitet, wobei die hygienische Wirkung erhalten bleibt. Die harzreichen, aromatisch duftenden Späne werden an dieser Maschine auf eine Gaze gebracht. Ein Heißkleber sorgt dafür, dass sie haften bleiben. Dabei werden die Späne in zwei Schichten aufgetragen. Erst gröbere, dann feine. So entstehen flexible Matten aus Holz. Nun soll man aber nicht direkt mit den Holzspänen in Berührung kommen. Deshalb bekommen die Matten hier einen Überzug aus einem wasserdurchlässigen und atmungsaktiven Vlies und werden darin eingeschweißt. So können sie in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, zum Beispiel hier. Ja, ich liege gerade drauf und ich kann Ihnen ja mal zeigen, wo sie sich in diesem Bett versteckt hat. Da liegt eine Matte drunter, eine Bettauflage. Die besteht aus vier einzelnen Matten, die man herausnehmen kann. Und diese Matten saugen den Schweiß auf, wirken antibakteriell und sie verhindern auch, dass die Milben sich weiterentwickeln können. Im Gegenteil, sie sterben ab und werden dadurch reduziert. Neuerdings finden wir die Matten aus Spänen auch im Badezimmer. Hier soll Fußpilz keine Chance mehr haben. Und auch direkt beim Duschen kommen die Holzspäne zum Einsatz. Dieses Kästchen ist an den Wasserzulauf der Dusche angeschlossen. Im Inneren befindet sich eine auswechselbare Kartusche, die aus mehreren Lagen der Spänematten besteht. Schaltet man die sogenannte Walddusche ein, strömt das Wasser durch die Holzspäne, bevor es aus der Brause kommt. Die desinfizierenden Inhaltsstoffe sollen beruhigend auf sensible Haut wirken. Dies wurde von Dermatologen der Uni Greifswald getestet und in einem Gutachten bestätigt. Auch im Schlauch und im Duschkopf wirken sie antibakteriell. Es soll sich kein Biofilm mehr bilden. Heinrich Wilms hat mit seinen Erfindungen, die auf natürliche Art für Hygiene sorgen, mehrfach Edelmetall auf Erfindermessen in aller Welt gewonnen. Und er forscht an weiteren Anwendungen, denn er ist sich sicher, dass er mit seinen Ideen nicht auf dem Holzweg ist.